Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Steam Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen hier den Anotorio Mod. Und ja, momentan sieht es nicht so aus, als wenn Klamotten noch bis zum Ende durchkommen. Hier sind nämlich keine mehr da. Da ist er. Da haben wir drei. Na gut, okay, wir müssen mal gucken, wie das läuft. Wir haben ja hier ein paar auf Lager. Was garantiert uns irgendwann ausgehen wird, ist der Apfelsaft bzw. die Apfelkraft. Und da werden wir jetzt hier etwas noch dran gehen und werden hier oben mit zwei weiteren Pressen die Pressen hier oben erweitern. Da fehlt mir aber erstmal Holz zu. Na gut, hier oben haben wir ja ein bisschen rumstehen. Das nehmen wir dann erstmal mit. Kann aber auch sein, ach, dann bauen die sich unten gleich aus, ne? Ah ja, okay. Also wir müssen doch aus dem Holzfällerlager uns ein bisschen Holz zusammenmopsen, damit ein bisschen was draus wird hier. Da haben wir ja eins. In der Nähe. Oder beziehungsweise hier auf der Insel. Obwohl, da geht das ganze Holz da unten rein. Ah, nee, okay. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Das hat sich jetzt alles schon zurückgestaut hier. Da muss gar nicht so viel arbeiten. Aber trotzdem, wie wir sehen hier, da ist schon ordentlich Holz da. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Holz rausholen. Was? Ich hatte 250 Holz. Die waren instant weg. Na, hubala. Was, aua. Das tat aber weh. 250 Holz wirklich instant so zu verlieren, das tut schon echt weh. Das hätte ich nicht erwartet. Aber da müssen jetzt alles, alle Häuser hier, ne, sind noch nicht mal alle drum. Umgestellt. Okay. Es gibt übrigens noch mehr Kombinationen, wie hier Häuser aussehen. Und was ist das denn hier? Ein Siedlerhaus in... Ah ja. Also dort sind jetzt durch Patches sind noch ein paar neue Skins für solche Häuser hinzugekommen. Das ist auf jeden Fall... oder stand in den Patch Notes, die ich gelesen habe. Oder in den letzten Updates. Wir sind jetzt hier in der Version 068 unterwegs. Und wollen damit, oder spielen damit jetzt eine Runde. Und ja, hoffentlich auch erfolgreich. Wir müssen mal gucken, warum das hier oben jetzt die Werkzeuge gerade nicht hochgehen. Warum das bloß noch 500 sind, da müssen wir wahrscheinlich mal oben in die Produktions- oder auf die Produktionsinsel für Werkzeuge fahren nochmal. Da scheint sich irgendwas verstopft zu haben. So, hier haben wir noch ein bisschen Kupfererz über. Das kann ich mal hier reintun. Gut. Und wir haben noch ein paar Äpfel über, die kann ich mal gleich in irgendeiner Presse hauen hier, aber ich denke mal, da sollten wir jetzt sowieso erstmal zwei Pressen bauen. So, was haben wir hier? Ach, Sugarcane Plantage, okay. Und das ist ja das nächste ganz große Ziel, dass wir dann halt eben an die Sugarcane Plantagen drankommen. So, dann werden wir jetzt hier mal ganz kurz die Produktion ein bisschen stoppen. So, obwohl, nee, dann wollen wir, das kann bleiben. Das kann bleiben und das kann bleiben. Jetzt müssen wir hier mal bloß einmal aufstellen. So, und zwar müssen wir hier aufstellen vier Pressen. Eine Presse hier, eine Presse hier. Wie breit sind die? Doch, die sind 3x3 breit, ne? Muss dann eine hier hinkommen und eine müsste hier hinkommen. Das müsste jetzt genau sich ausgehen, dass in der Mitte quasi eine Kiste liegt. Ah, die ist nicht in der Mitte, die Kiste. Alles klar, okay, gut. Hm, ja. Hier, das steht zu weit unten, okay. Mann, das ist aber auch gar nicht mal so einfach. Wo ist die Presse hin? Da. Wo ist die Presse hin? So, jetzt brauchen wir Knickarmroboter. Einmal so und einmal so. Dann brauchen wir hier Knickarmroboter so und so. Dann brauchen wir hier Knickarmroboter so und so. Oder warte mal. Ja, müssen wir sowieso mit Unterirdischen arbeiten, aber das kriegen wir dann noch hin. So, das heißt, also der läuft jetzt erstmal ganz gemütlich hier ran. So. Und der läuft jetzt mal ganz gemütlich. Warte mal, der muss sowieso anders lang erstmal. Der läuft denn hier erstmal rüber. Hier weiter. Da hoch. Unterirdisch haben wir noch eins. Wunderbärchen. So.
Dann läuft der hier durch. Und der läuft hier außen rum lang. Weiß gar nicht, wie ist denn das da jetzt da unten? Wie bringe ich das auseinander? Ist eigentlich scheißegal. Ist eigentlich scheißegal, weil so viel wird hier nicht produziert. So. Upsala. Dann dahin. Falsche Taste. Dahin. Dahin und dahin. Und dann müssen wir jetzt hier mal ganz kurz. Lass mal los. Ein bisschen Keramik abladen. So. Und den sagen wir, du machst Apfelsaft. Drück mal die Alt-Taste, damit wir das auch sehen. Der macht das nicht. Warum nicht? So. Gut, soll er sich nicht so zieren. Und jetzt haben wir dann ein bisschen mehr Apfelsaftproduktion hier oben. Das sollte hoffentlich funktionieren. Vielleicht müssen wir hier oben nochmal eine aufbauen, die nochmal so einen Ring hat. Und dann sollte wieder ein bisschen mehr Apfelsaft ankommen. Es sollte ja jetzt, naja, gut, so viel mehr kommt nicht an, aber ein bisschen mehr sollte ankommen. Wie sieht's aus mit den Klamotten hier hinten? Keine Klamotten, keine Klamotten, keine Klamotten. Der hat Klamotten. Wo sind die letzten Klamotten hier untergeblieben? Der hat keine Klamotten. Der hat keine Klamotten. Der kriegt's auch von hier, ne? Also, Klamotten kommen auch nicht so viel an. Oder Stoffe kommen nicht so viel an. Da müssen wir auch nochmal dran. Ah, ja, ja. Wir haben halt eben viel mehr Bevölkerung jetzt zu beackern. Das heißt, wir machen hier nochmal 8 und 2. 8 und 1, 2 davon. Wie sollen wir bloß 7 Schiebshorns? Habe ich wieder nicht 10. Naja. Reden wir lieber nicht drüber, ne? Über meine Dyskalkulie. So. Eigentlich habe ich keine. Also ich war eigentlich in Mathe mal recht gut. Um das jetzt nochmal so nochmal am Rande zu erwähnen. Da war ich eigentlich wirklich immer recht gut in Mathe. Man mag es kaum glauben, wenn man mich hier so sieht, ne? Aber ja. So. 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 Und ein bisschen Förderband dahin. Und dann sollte das hier schon wunderbar laufen. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen mehr Tücher jetzt in Produktion. Das könnte vielleicht reichen. Vielleicht müssen wir da auch noch dran. Aber das werden wir dann noch herausfinden, wie das denn jetzt hier mit den Mehrtüchern aussieht. Da müssen wir nachher nochmal nachgucken. Gut. Okay. Aber es sieht ja schon mal ganz gut aus, was wir hier haben. Und jetzt müssen wir mal zur Metallinsel hochgucken, warum wir keine Werkzeuge mehr kriegen. Da kommt nämlich gerade gar nichts nach. Und das finde ich gar nicht so gut. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken auf der Map. Machen wir das aus hier. Wo haben wir denn unsere Metallgeschichte? Hier ist das, glaube ich, ne? Wo war das? Apple ist hier Iron und hier ist Clay. Wo ist denn unsere Eiseninsel? Hier oben. Na, darum ist das alles klar. Gut, und dann fahren wir da mal hin. Ja. So. Da muss ich mal ganz kurz gucken, warum denn da oben die Werkzeugproduktion jetzt stockt. Welches Material dort fehlt und was wir dagegen tun können. Das ist natürlich nicht so gut, wenn da oben was stockt. Ich meine, es ist jetzt nicht weiter schlimm, weil wir durchaus relativ komfortabel Werkzeuge. Aber mehr Werkzeuge. Ist die Produktion bloß so langsam geworden? Wir müssen mal gucken, was da oben los ist. 62? Irgendwie ändert sich die Zahl hier immer. Aber es könnte sein natürlich, dass jetzt mehr Haushalte wieder Stoffe kriegen und dadurch natürlich jetzt erstmal ein paar Werkzeuge verschwinden. So. Lass uns doch mal einen Blick riskieren. Hier unten hat er auf jeden Fall schon mal richtig schön wieder Wald hingepflanzt. Dunk. Angedockt. So. Hier haben wir auch jede Menge Tücher. Eisenerz steht hier alles, weil hier irgendwie kein Holz mehr ankommt.
Ah ja, hier haben wir jetzt also auch quasi ein Nussproblem. Wir haben hier ein Nussproblem. Das müssen wir unbedingt lösen. Das kann so auf Dauer nicht bleiben. Aber wie kriegen wir das gelöst? Irgendeiner eine sinnvolle Idee, wie wir das gelöst kriegen mit den Nüssen? Weil irgendwo läuft auch das Lager hier voll, wenn ich da jetzt die Nüsse reinschmeiße noch. Ah, da will ich sie gar nicht reinwerfen. Das ist auch da liegen Eisenplatten bei. Gar nicht mehr so wenig drin. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben ein Nussproblem. Was kann ich denn mit den Nüssen machen überhaupt? Gibt es da irgendeine Verwendung für? Kann ich die verbrennen oder so? Kann ich das halt. Nee. Wir haben zu viele Nüsse. Klingt komisch, ist aber so. So, das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie noch die Nüsse raus extrahieren, damit hier nicht ganz so viele Nüsse drin sind in dem ganzen Laden. Gut, ich könnte jetzt natürlich hier erstmal sagen, machen wir mal Kistchen. So, könnte ich hier mal ein Kistchen hinstellen. Und könnte filternahe Greifarme machen. Und sagen, du weitlistest mal die Nuss. Du weitlistest mal die Nuss. So. Steht hier schon ein Baum wieder, ne? Das ist natürlich auch ungünstig. Dass es hier diesen Baum hingestellt hat. Da können wir zumindest schon mal eine Kiste mit Nüssen sozusagen noch rausfischen. Machst du mal weg den Baum hier? Lass mal wachsen, das Ding. Ab und zu kriegt er ja trotzdem noch Nüsse, weil jede zweite Nuss geht ja trotzdem da rein. Aber wenn dann das hier dann voll läuft irgendwann, dann ist das nicht mehr voll mit Nüssen. Du Wachsbaum, los. Hab dich doch nicht so. Ja, aber dann kriege ich nicht mit. Na ja, ist ja nicht scheißegal, oder? Na toll. Oh. Okay, na gut. Kann ich die Bäume irgendwo von Hand pflanzen hier, die kleinen? Will ich theoretisch sogar. Okay. So. Haben wir das auch mal rausgenommen. Gut, also der macht jetzt hier Bäumchen und hier können wir dann, kriegen wir dann Nüsschen und ja. Können wir hier das Eichhörnchen spielen, ab und zu mal Nüsse sammeln. Das sollte jetzt also länger denn vorhalten, hier die Produktionskapazität für Eisenplatten. So. Dann können wir hier mal einmal ganz kurz, ich werde mal absaugen, hier Tücher. Damit ich dann vielleicht bei mir zu Hause ein paar Haushalte mit Tüchern noch versorgen kann. Ein bisschen extra versorgen kann. Mal so ein bisschen Sidekick-mäßig ein bisschen was reinstecke. Klingt auch schwierig, ne? Naja, egal. Reden wir nicht weiter drüber, ne? Ach ja. Gut. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einiges an Produktions- oder fertigen Produktionsstätten hier. Das finde ich schon mal ganz gut. Kommt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Eisenplatten hier wahrscheinlich an. 3,3 Kilo Eisenplatten liegen da drin. Die könnte man eigentlich mal mitnehmen, so ein bisschen was. Falls wir mal welche brauchen, um die, um irgendwas herzustellen, ne? So, dann nehmen wir mal ein paar Stück von mit hier. Dann haben wir welche. Man kann ja nie wissen, vielleicht können wir ja mal irgendwo ein Metallboot bauen oder sowas und dann brauchen wir Eisenplatten dafür. Und dann haben wir schon mal welche in der Tasche. So. Und dann geht's vorwärts weiter. Wieder in Richtung unserer Hauptinsel. Haben wir das erstmal gelöst, dann können wir hier die Dings noch machen. Dann müssen wir dabei uns auf der Hauptinsel müssen wir wahrscheinlich auch das Nussproblem noch bekämpfen. Weil da ist, das tritt das ja glaube ich auch auf, ne? Da habe ich das ja auch schon gesehen. Da müssen wir mal gucken. Dann machen wir mal
zwei Kisten. Ich glaube, die Kisten, das ist wirklich, das ist, glaube ich, fail, dass ich die Kisten habe, ne? Ich glaube, die hat man standardmäßig nicht. Genauso wie diese Eisenrohre, die man standardmäßig nicht hat. Und hier diese Werkzeugkiste, der Dampfmaschinen. Ich weiß nicht, ob ich mit der Dampfmaschine Gold, Geld herstellen kann jetzt. Das wäre jetzt, ja. Na gut, aber ich habe die Dampfmaschine nicht, also ich kann ja keinen Dampf herstellen. Ah, jetzt kann ich mir auch eine Eisenrüstung machen. Ah, ich guck an. Ah! Wir sind schon da. Sehr schön. So, jetzt müssen wir uns hier mal um das Nussproblem kümmern. So, ich würde mich hier gerne mal um das Problemkind Nuss kümmern. Ich habe hier mal eine Kiste. Die würde ich ganz gerne irgendwie von dem Ding zwei weit irgendwo aufstellen. Na, kann ich auch nicht. Weil hier ein Baum steht. Da habe ich gleich einen Baum dahin. So. Gut, dann brauche ich jetzt hier 1, 2. Filterne Greifarme, die hier das Nussproblem für mich lösen. So. Und dann machen wir das hier unten auch. Brauchen wir zwei Kisten, zwei Greifarme. Ist der erreichbar? Wo bin ich denn? So. Und zwei Greifarme. Und das Nussproblem lösen. So, dann werde ich mich jetzt hier ordentlich Nüsse in die Kiste gepackt. Oh Gottes Willen, ich weiß noch nicht, was man mit diesen Nüssen alles machen will. Ich kann ja irgendwo auf irgendeiner anderen Insel jetzt einen riesengroßen Dings hinbauen. Ja, die Frage ist, ob mir nachher eventuell das Problem auch so hässlich werden kann, dass ich jetzt die Nüsse da alle rausziehe aus dem System und wir dann nachher gar keine Bäume mehr pflanzen oder sowas. Da muss man ja auch drauf achten. So, da nicht. Da auch nicht. Ja. Da kann ich die Nüsse einlagern. So, was ist hier los? Finanziell sieht es sehr gut aus. Ja. Oh, ja, ja. Das steigt gut an. Gut, also das haben wir auf jeden Fall erstmal im Griff. Ich weiß nicht, ob da auch was dran geändert wurde, wieder an dem Earning und so. Das ist natürlich möglich, aber. Das funktioniert ja jetzt erstmal. Ich denke mal, da wird auch sehr, sehr viel gerebalanced noch in den ganzen Patches gerade aktuell. So, und hier unten haben wir ein Problem. Mit, wir haben zu wenig Werkzeuge, alles klar. Ich muss hier Werkzeuge aufs Band legen. War gut, dass ich das jetzt wieder in Gang gebracht habe. Nee, alle will ich gar nicht haben. Wir haben mal so ein paar Stück in der Hand, aber den Rest, den lassen wir dann erstmal da drauf liegen, damit das Kappa-Wehr nachkommt, weil hier sind nämlich stellenweise kaum Kappa-Wehr. So, aber hier sieht man schon, der Stoff hat sich jetzt hier auf jeden Fall der Seite schon mal wieder. Rehabilitiert, das ist merkwürdig. Warum auf der Seite mehr Stoff oder hier oben mehr Stoff verbraucht wird als da unten? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da ja auch schon mal ein paar Häuser fremd versorgt. So. Aber wir können jetzt natürlich hier mal ein paar Häuser fremd versorgen. So. Wie sieht es denn aus mit Apfelsaft? Apfelsaft, Apfelwein. Habt ihr alle, ne? Ja, geht einigermaßen. Staut sich auch noch zurück. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin begeistert. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall jetzt hier erstmal geklärt an der Stelle. Wir gucken mal noch, was dann als nächstes hier so geht. Ich stelle mich mal hier oben hin. Wir bräuchten ja das Sugar Cane und da hat man ja gesagt, da wollten wir hier auf diese Insel gehen. Hier ist Apple Soil. Wo war ein Sugar Cane Soil? Das war hier oben. Obwohl die Insel uns zu klein erschien, um dort eine anständige Siedlung drauf aufzubauen. Da ist die hier wesentlich besser, ne? Zum Siedlungsbau. Die ist auch Sugarcane, die könnten wir auch nehmen. Da können wir auch dann noch Kohle eventuell abbauen, wenn es dann sein muss. Dass wir hier so eine kleine Siedlung wieder hinten bauen wollen. Damit wir dann das Sugarcane gelöt machen können. Dann müssen wir natürlich auch noch die ganzen Fässer machen, die wir dafür brauchen. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das müsste man eigentlich in der kleinen Mini-Produktion schon hinkriegen hier. Da dürfte ich Material genügend eigentlich dabei haben, um Fässer herzustellen. Oder? Hergestellt in. Ach, das kann ich gar nicht in der Hosentasche machen. Na gut, okay, von mir aus nicht.
Aber da brauche ich halt eben bloß so eine Dings bauen und dann kann ich da ein bisschen Holz, ein paar Eisenplatten hinlegen und kann mir ein paar Wood Barrels machen lassen, weil die sind ja, glaube ich, dann im Kreislauf drin, die Wood Barrels. Alles klar, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drauf freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn, tschüss.